Moin Leute, wir sind immer wieder im Wald. Mein Name ist Jobing Pfifferling. Und was soll ich sagen? Selbst hier vorne im Altbestand ist schon alles voll mit den kleinen Pfifferlingen. Das ist dies Jahr wieder nicht normal. Und schaut euch mal an, wie schön die sind. Und hier geht keiner sammeln. Also hier gehe ich wirklich gefühlt als einzigste Person sammeln. Habe ich noch nie jemanden Pfifferlinge sammeln sehen. Also höchstens mal, dass jemand hier nach Steinpilzen irgendwo geguckt hat, aber die gibt es bei mir oben nicht ganz so viel, aber hier die Pfifferlinge. Aber die sammelt keiner. Ja, Merkmale etc. habe ich ja schon im letzten Video besprochen. Also Leistlinge im Vergleich könnt ihr euch ja gerne mal anschauen da. Bin ich mehr auf die Merkmale, Standort etc. eingegangen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr wiederholen. Und hier neben noch ein schöner kleiner violetter Lacktrichterling. Ja, das geht hier wirklich genau wie letztes Mal immer weiter mit den amethystschuppigen Pfifferlingen. Hier steht wieder alles voll. Ja, wie gesagt, hier in dem Altbestand noch ein bisschen jünger. Da kamen die hinten in dem jungen Bestand noch. Da sind die viel größer, da kamen die wohl ein bisschen früher, da gehen wir gleich auch nochmal hin. Da kann ich euch das mal zeigen, da sind die meisten auch schon ein bisschen älter. Aber die, wunderbar. Und selbst jetzt zwischen dem kleinblütigen Springkraut, was auch eher nährstoffarme Standorte bevorzugt, steht der amethystschuppige Pfifferling. Also hier ist überall alles voll. Dann können wir hier nochmal hinten in die Jungschonung ein bisschen reingehen und ein bisschen durch das Laub durch. Ist ja noch alles voll, also ja, hier ein bisschen angefressen, das kann man ein bisschen wegschneiden, also ist ja nicht so schlimm. Ja, ich glaube, da hinten stehen die nächsten. Ja, aber da gucken wir jetzt erstmal weiter. Ja, und desto weiter wir in die Jungschonung kommen, ja, desto größer werden die Dinger auch. Schaut euch die Brocken mal an, an Pfifferling. Oder den hier. Ja, und ein paar kleinere. Da gehe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter rein. Und die steht auch in eine richtig tolle Gruppe. Vom amethystschuppigen Pfifferling. Ja, hier kann man noch mal sehen, die amethystfarbenen Schüppchen sind mal mehr oder weniger stark ausgeprägt. Die können auch fast fehlen, aber. Wunderbar. Und da steht der nächste. Also wir kommen wirklich von einer Gruppe in die nächste. Überall gucken diese kleinen gelben Dinger raus. Das ist, ja, wie im letzten Video gesagt, das ist hier das Pfifferlingsparadies. Ja, also ich zeige euch hier wirklich nur einen Bruchteil von den ganzen Pfifferlingen, die wir hier sehen. Hier auch wieder eine richtig schöne Gruppe. Zwischendrin auch wieder so ein paar lila Lacktrichterlinge, die jetzt überall hochkommen. Hier unter dem Laub. Was hier Massen an Pfifferlingen stehen. So, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen hier durch. Hier ist gerade weniger. Und die Stelle, die kennt ihr bestimmt noch vom letzten Mal. Da hatte ich schon gar nicht mehr weiter gesammelt. Ja, und hier hat irgendein Tierchen gegraben. Da hat mir die Hälfte von den ganzen Dingern verscharrt. Und jetzt schaut euch das mal wieder an.
kann vielleicht auch im Video jetzt noch nicht so genau sehen, aber dafür gehe ich ja mal näher dran. Hier stehen wirklich hunderte von diesen Amethyst-Schuppigen-Pfifferlingen. Und ja, da steht auch noch einer. Und dann gehen wir jetzt weiter hier hoch. Den Waldweg, wo wir auch letztes Mal schon hergegangen sind, nur eben als von der anderen Seite. Wir sind jetzt in dem verfaulten Gatter von letztem Mal. Das ist von einer Seite schon komplett umgefallen. Und schaut euch mal an, was hier für Klötze an Pfifferling drin stehen. Und was eine Masse. Ey, das ist ja, guckt euch das mal an. Das ist doch Wahnsinn. Boah. Und die sind nicht klein. Und hier draußen, da gehen wir gleich noch hin, da steht immer alles voll, aber hier. Und selbst hier unmittelbar am Weg wachsen die Dinger. Hier ein bisschen Adler fahren. Und da, wo es dann wieder frei wird. Alles voll. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen in der Jungschonung drinne. Das ist die erste Stelle, die ich euch zeige. Das meiste, was wir eben gefunden haben, also wir sind ja schon wieder ein bisschen länger, das zeige ich gar nicht mehr. Aber das hier, das ist einfach mal wieder zu geil. Guckt euch das mal an. Pfifferlinge über Pfifferlinge. Ja, das ist ja echt. Und hier kommen überall noch kleine, also das ist noch nicht vorbei mit denen. Ja, jetzt zwischendrin auch immer die Schwefelritterlinge. Die stehen jetzt hier. So viel, was ihr seht, ist alles der Schwefelritterling jetzt im Anschluss zu der Pfifferlingsgruppe. Also es ist echt. Eis mal gerade hier zum Vergleich. Also Pfifferling und Schwefelritterling, die kann man nicht verwechseln. So. Von oben kann sich die Farbe vielleicht mal ein bisschen ähneln, aber von der Hutstruktur und von den Lamellen und Stielfarben und auch der Fleischfarbe sind hier was völlig anderes. Und hier kann ich euch die nächste kleinere Gruppe zeigen. Es ist nicht ganz so groß wie die letzten paar, aber ja, ne, kleine Gruppe. Das sind auch schon hier 10, 20 Stück. Pfifferlinge über Pfifferlinge. Und jetzt will ich einfach nicht mehr aufhören. Da hinten sind auch noch welche. Da hinten sind auch noch welche. Ey, das ist unbeschreiblich. Gehen wir noch zu den anderen. Hier vorne fängt es schon an. Da ist noch einer. Muss ein bisschen durchmogeln, das ganze Gestrüpp. Und die ganzen abgestorbenen Bäumchen, aber. Ey, das ist. Und hier auf diesem kleinen. Ja, hier vor dem Hügelchen da. Und hier jetzt auf diesem kleinen Mini-Hügel. Schaut euch das mal an. Ey, das ist unbeschreiblich toll. Und da. Und da sind die nächsten. Alles wieder der amethystschuppige Pfifferling und ich will gar nicht wissen, was hier in den Wäldern weiterstehen würde.
Da ist bestimmt auch alles voll. Und zur Abwechslung zeige ich euch hier mal ein paar kleine Lacktrichterlinge. Hier wieder der Violette. Was ein schöner Pilz, ne? Sehen immer so schön giftig aus, die kleinen Dinger. Schaut euch mal an, wie die hier neu kommen. Wie gesät in der kleinen Reihe die Dinger. Und hier lässt sich jetzt auch wieder der samtige Pfifferling finden. Ja, auch jetzt hier, da werde ich jetzt auch nicht genau auf die Merkmale eingehen. Da könnt ihr einfach das Video Leistling im Vergleich von mir mal anschauen. Da gehe ich da ganz gut drauf ein. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber schaut euch mal an, wie der hier wieder steht. Also ist wirklich alles voll. Fast genauso wie an der Stelle von letztem Mal, wo ich war. Ja gut, hier sind die meisten schon etwas älter, aber es das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Aber ich Wahnsinn, wie der hier auch wieder steht. Ja, ihr könnt ihn auch nochmal von unten sehen. Also das will hier einfach nicht aufhören mit den Pfifferlingen. Es ist ja echt, ist nicht normal. Und ich kann euch gleich weiter oben noch eine Stelle zeigen. Da stehen wieder so viele. Also es ist in dem Waldstück echt, also das ist nicht normal mit den Pfifferlingen. So viele habe ich davon auch nicht gesehen, aber also da, die waren vor 3 Jahren schon mal viel da, aber die ganzen Stellen, wo ich noch nicht war, also das ist Wahnsinn, das wäre vor 3 Jahren bestimmt genauso viel gewesen. Und hier ist dann auch schon ein paar Meter von der anderen Gruppe entfernt die nächste Gruppe vom amethystschuppigen Pfifferling. Also ich weiß ja nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber das ist wirklich nicht normal, wie die Dinger hier stehen. Und riesig werden sie. Und hier lässt sich jetzt die nächste Gruppe vom samtigen Pfifferling finden. Zwar nicht so groß wie eben die, aber hier stehen auch total viele von den kleinen Dingern. Also nehmen wir auch noch ein paar mit. Weil der ist bei mir wirklich häufig. So Leute, dann will ich heute auch mal zum Ende kommen. Wir haben die Pilze jetzt mal geputzt. Sehen so wieder ein bisschen ordentlicher aus als im Wald. Da waren ja zum Teil Riesendinger dabei. Hier die amethystschuppigen Pfifferlinge. Die sind ja heute wirklich wieder dominierend. Da hätte ich bestimmt das Doppelte oder Dreifache locker sammeln können, aber was soll ich mit der? Also, was soll ich mit dem? Mit noch mehr Pfifferlingen? Der Wald steht da auf jeden Fall noch mehr als voll genug. Da sind noch Hunderte bestimmt zurückgeblieben. Vor allem auch in den Wäldern, wo wir gar nicht mehr weitergeguckt haben. Da steht bestimmt noch alles voll von diesen amethystschuppigen Pfifferlingen. Und dann haben wir auch noch so ein paar von den lila Lacktrichterlingen. Da hätte ich auch noch einige mehr sammeln können. Aber bei so ein paar schönen Exemplaren, da. Ich konnte es dann einfach nicht lassen, musste ich ein paar mitnehmen, weil die möchte ich gerne mal schön probieren. Ist mir da einer runtergefallen? Ne, doch nicht, da liegt Fluchtrichterling. Ja, die möchte ich gerne mal so Sorten rein probieren, beziehungsweise Art rein. Pilzsorten gibt es ja eigentlich nur in der Zucht. Im Wald sind es Pilzarten. Gut, die möchte ich mal gerne so allein für sich, vielleicht mit ein bisschen Salz etc. probieren. Sehen bestimmt noch ganz toll aus dem Salat oder wenn man hier die Hüte schön einlegt, könnte ich mir auf jeden Fall ganz schön vorstellen. Also wenn es bei
euch den viel hat, dann probiert da gerne ein bisschen was aus. Sieht ja wirklich schön aus, also als Deko. Auf jeden Fall ein wunderschöner Pilz. Der hat ja auch schön noch die lila Farbe, wenn er gekocht ist. Gut, der ist jetzt ein bisschen ausgeblasst, also die sind ein bisschen hygrophan. Das heißt, der Hut blasst aus, wenn er trocken wird. Wenn er jetzt wieder feucht wird oder auch mit Fett oder so in Kontakt bekommt, also kommt in der Pfanne, da wird das auch wieder schön lila. Ja, dann nochmal kurz hier die Amethyst-Schubbing-Pfifferlinge. Wie gesagt, Riesen-Okolyten bei. Natürlich auch ein paar kleinere mitgenommen. So ein paar schöne kleine, feste. Die großen sind natürlich auch fest, aber ja. In diesem Sinne, Leute, geht auch in den Wald. Sucht euch auch ein paar Pilze, wie ich jetzt so schon so oft gesagt habe. Ist eine wirklich feine Sache. Probiert da ein bisschen mit rum. Schön was kochen. Muss gar nichts Kompliziertes sein, kann auch nur so ein schöner Pilzsoß sein. Das ist einfach genial. Mit bisschen Butter, die Pilze mit bisschen hier Kräuter anbraten. Frische Butter auf den Toast, die Pilze drauf, da muss keine Soße bei. Das ist wirklich schon genial. Werde ich vielleicht auch mal ein Filmchen zumachen, wie ich das denn mache. Ja, in diesem Sinne, ist es gut und ciao.